Also ich bin Jana Hampel, bin 42 Jahre alt und lebe mit meiner kleinen Familie in Berlin und arbeite seit 10 Jahren bei den Clowns. Das erste Mal war sehr frei. Ich hatte da wenig Angst. Die Angst oder dass man denkt, oh, kommt dann beim zweiten oder dritten Mal. So, das ist ja manchmal so, wenn es beim ersten Mal ist, stimmt es eigentlich. Also das kenne ich auch zum Beispiel von Theaterproben oder auch von Filmen. Dass der erste Probe das stimmt und dann muss man ganz lange arbeiten, um wieder zu diesem ersten Mal zurückzukommen. Und meine Suche ist bis heute und bis vielleicht an mein Lebensende, diese Naivität und Freiheit, Gelöstheit und Freude zu erreichen, um Clown zu sein wieder in den Visiten. Ich habe sofort gewusst, dass ich meine niederbayerische Tante Greti, heißt sie, irgendwie als Clown machen muss, weil die. Also jetzt mittlerweile ist es eine andere Tante von mir, meine Urgroßtante, die in Böhmen geboren ist und ein bisschen verrückt war. Aber damals war es Tante Greti, weil die hat so eine Sprache, die so ich immer so verfremdet finde. Und dadurch konnte ich so diese Sprache benutzen und gleichzeitig habe ich durch diese Verfremdung eine totale Freiheit gespürt. Und diese Urgroßtante, zu der ich dann gekommen bin, hat mein Vater auch sehr geliebt und auch, glaube ich, seine Geschwister, weil die hatte immer Zeit. Die war halt ein bisschen geistig, nicht ganz von dieser Welt. Und die hatte immer dann so Gedichte rezitiert und war aber auch ein bisschen so jungfräulich geblieben. Diese Figur, diese Erzählung von meinem Vater, die fand ich immer schön, dass es so eine Figur gibt, die Zeit für die Kinder hat, aber die auch reizt. Ich meine, die haben die auch gequält, glaube ich, ja. Und sowas kann man auch als Clown zur Verfügung stehen. Und aber auch die Kinder zu verführen in ihre absurde Welt und ein bisschen fantastisch, weil das hat die auch wieder beeindruckt. Also eigentlich eine ganz angreifbare Person und auf der anderen Seite durch ihre Verrücktheit so sicher in sich, nicht empfindlich. Wenn ich dann anfange, Clown zu sein, ist ja der Moment, wenn ich Jana bin und Clown, dass immer so ein Mutanfall dazu gehört, ne? Weil als Clown ist man sehr direkt, sehr offen, ohne zu verletzen. Und man kann offen sein, ohne zu verletzen und frei und auch Komplimente machen und ja, seine Freude oder Ärger, aber es ist ja immer so spielerisch, kann man so zeigen, ohne dass man Angst hat, dass das einem so zum Nachteil gereicht. Sondern das macht dann ja auch stark. Das merk ich als Clown, bin ich viel stärker, weil ich ganz offen sein kann und auch frei, jetzt mal als banales Beispiel, zum Mann dann so ganz toll finden kann, ja. Und es ist eine Naivität und es ist nichts Ordinäres, aber es ist so frei. Und das würde ich mir wünschen für mich noch mehr. Und dass man auch wenig bewertet im Schlechten oder vielleicht nicht auch im Guten, einfach so, das aus vollem Topfe, was weiß ich, genießt das Leben und das, was jetzt ist. Und das wirklich auch als richtig empfindet. Und das ist was sehr Schönes, im Moment total da zu sein. Gerade im Moment, oder wo ich dran denke, ist einmal ein Ferdi, das ist ein Junge, der ist gestorben an einem Hirntumor. Und mit dem habe ich, irgendwie hatten wir was und der wollte dann auch selber Clown werden und wir haben dann noch eine Clownshow mit ihm gemacht. Der war ganz schwach schon, aber der hatte sowas, der wollte immer für die anderen was machen. Was wahrscheinlich auch seine Tragik war. Also er hat die letzte Kraft und hat dann unten im Aufenthaltsraum für die anderen Kinder gespielt. Das hat ihn auch beschäftigt, deren Leid. So. Und der hat mich dann auch gefragt, ich soll ihn einmal ganz fest in den Arm nehmen. Ne? Dann habe ich ihn ganz fest gehalten und das war aber dann auch mein Clown, also diese Situation. Und ja, ich habe noch von der Mutter erfahren, dass der halt auch, wo er gestorben ist, immer noch nach dem Clown gefragt hat. Und das war für mich schon so ein Schlüsselerlebnis, weil ich da so die Wichtigkeit des Clowns, die er haben kann, also dieser Katalysator oder diese Fläche für den kurzen Moment der Freiheit und Spiel. Einfach spielen bis zum Schluss, so.